Na, was seid ihr denn für Brüder? Du Kacke! Ja, genau. Hä? Oh, kann man ein- und ausblenden, wie schön. Gurken! Was hast du für mich? Ah, oh, Patronen. Reichlich. Pinienkerne, Schachtel, Zigaretten, schmutziges Wasser. Bleirohr tue ich nix mit. Was hast du? Schmutziges Wasser. Ja gut, muss mal reichen. Sind auch, denke ich mal, keine weiteren Feinde so. Ich muss auch mal meine Waffen neu sortieren. Oh. Die kann ich mal reparieren. Damit habe ich eine voll funktionsfähige... 3. Nee. Machen wir mal den Cowboy Repeater auf die 3. Das Dienstgewehr auf die 4. Hunting Rifle. Splittergranate auf die 4. Auf die 5. Das machen wir mal auf die 6, oder? Auf die 3. Nee, auf die 3. So. Fertig. Ist ja schon ein recht gutes Gewehr, muss man ja sagen. Das kannst du mir noch bieten. ...10 mm. Thomas Tagebuch! Ja, dann gucken wir doch mal, was du denn für so einer bist. Aufgaben. Sonstiges. Thomas Tagebuch. So, der letzte Eintrag lautet: Endlich scheint sich das Blatt zu wenden. In der letzten Stadt habe ich etwas Schrott gegen ein schönes Häufchen Kronkorken vertickt. Und jetzt habe ich eine neue Reisegefährtin. Sie heißt Jacqueline und sie ist ziemlich süß. Und ich hatte schon fast angefangen, an meiner Glückskette zu zweifeln. Ah, alles klar. Die hat ihn beziert und umgebracht für die 9 Kronkorken, die er dabei hatte. Oh. Nipton. Nipton sieht auch gar nicht so gut aus. Der Kautabak hat nachgelassen. Ich weiß nicht. Ich traue dem Braten nicht. Ich habe auch keine Muni mehr dafür. Ja, hallo. Jawohl! Wer hat in der Lotterie gewonnen? Ich! Ich! Wie gut diese Luft riecht! Besser als der beste Schnaps! Was haben sie denn dir mitgemacht? Mit dir gemacht? Geht's denen gut? Soll das ein Witz sein? Mir ging's nie besser! Jawohl! Okay. Kommen Sie aus der Stadt da drüben? Welche Lotterie? Die Lotterie natürlich. Was für eine Frage. Die einzige Lotterie, die zählt. Oh mein Gott, die Luft riecht traumhaft. Irgendwas hat er genommen. Pulverbandit? Was? Ich meine, klar, früher mal. Aber jetzt nicht mehr. Die Pulverbande backt kleine Brötchen. Ich bin ein Lotteriegewinner. Tschüss. Ja, genau. Tschüss. Ich traue dem Braten hier nicht. Gar nicht. Um genau zu sein, überhaupt nicht. Das sieht alles nicht gut aus. Ich sollte die Waffe wechseln.
Reparieren geht schon gar nicht mehr, weil die total voll ist. Nee. Ah, ich weiß es nicht. Mindestens habe ich hier noch reichlich Mund für. Nipton Trading Post. Milchflaschen. Oh, die Vertreterwoche. Wie schön. Na Junge, erzähl mal. Verdammt, ich hatte so schön geschlafen, bis Sie angestolpert kamen. Und im Schlaf spüre ich keine Schmerzen. Aha. Geben Sie mir einfach etwas Medics und verschwinden Sie dann, ja? Warum sind Sie noch hier? Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Zu Ranger Ghost im Ojava Outpost zurückkehren. Ja. Dann wird hier ein verdammter Traum wahr, was? Wie viele kann ich haben? Zwei Dosen. Faire Sache. Her damit. Wie haben Sie überlebt? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nipton-Lotterie. Dieses Arschloch Swernick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Aha. Erzählen Sie mir von der Lotterie. Wir kamen nicht unbedingt nach Nipton, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Wann und wie ist Ihr Plan schiefgegangen? Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf den Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Ja, und was dann passiert? Was glauben Sie denn? Er begann die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Okay. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Cool. Was mit dem Bürgermeister passiert? Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Okay. Sie erwähnten, dass einige der Leute versklavt wurden? Ja. Eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Ich würde tun, was ich kann, um sie zu retten. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Was ist mit dieser Stadt passiert? Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Rausgeworfen. Die Gefangenen retten. Sprechen wir über was anderes. Und über was? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was haben wir denn hier noch? Zuckerbomben. Ah. Schmutziges Wasser. Kaugummi. Schachtel kippen. Immer gut zu verticken. Steak. Mehl. Steak. Und dann bin ich überladen. Wie schön. So, was gibt's hier noch? Nichts mehr weiter. Habe ich eigentlich die Registrierkasse schon leer gemacht?
und da hinten mal in den Nuka-Cola-Kühlschrank geguckt. Da ist nichts drin. Die Registrierkasse ist auch leer. Leicht verschlossen. Ah, das war der erste. Die erste Haarklammer, die ich abgebrochen habe. Yes! Ich laufe so lange, ich bin total überladen. Habe ich denn... Mal gucken, was es hier noch abzugreifen gibt. Oh, ein Safe. Das ist ja schick. Ein Bettchen, in dem ich schlafen könnte. Harmonika brauche ich nicht. Essen. Na komm schon. Ah, was haben wir denn da? Heftchen. Nee, lass mal. Ich guck erstmal, was ich so entbehren kann. Überhaupt, wie mein Status ist. Müde bin ich nicht, Hunger habe ich nicht, Durst habe ich nicht. Effekt, Schusswaffen plus 10 und Nahkampfwaffen plus 5. Verseucht bin ich auch nicht, obwohl ich könnte mal ein Red Away nehmen. Zustand. Allgemein gut. Zirconia. Ich müsste mal ein Bier oder sowas trinken. Vielleicht eine Nuka-Cola zwischendurch? Da. Scotch. Ich bin Scotch-abhängig. Das macht nichts. Abhängigkeit. Sie sind süchtig nach einer Droge geworden. Sie können entweder mehr davon einnehmen, um die Nebenwirkung zu lindern, oder einen Arzt aufsuchen, um sie sich heilen zu lassen. Machen wir nicht. Erstmal bin ich der lustige Betrunkene. Na, viel mehr gibt's hier aber, glaube ich, auch nicht zu sehen. Und im Grunde müsste ich mich jetzt einfach mal... vorsichtig hier ranschleichen. Dieser Mensch ist dem Tode nahe. Das Losmachen vom Kreuz würde unweigerlich zum Tode führen. Da hinten, ne, sind noch so ein paar von den Typen. Da sollte ich vielleicht aufpassen. Ich wurde erkannt. Ja, gut. Kann ich mich mit den Typen hier vielleicht noch unterhalten? Oder wollen die erst gar nicht? Ich glaube, die wollen erst gar nicht. Keine Bange. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen wie diese anderen Degenerierten. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Aha. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn sie weiterziehen,
dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Ja, ich werde tun, was sie verlangen. Dann sage ich lebewohl. Vale, auf bald. Über Gräueltaten der Legion berichten. Ja, so habe ich da ein paar Freunde. Die Pulverbanditen sind mir auch nicht so schlecht gesonnen. Also bisher habe ich eigentlich noch gute Karten bei so ziemlich allen Gruppen. Die Gefangenen befreien, das werde ich jetzt mal nicht machen. Ich werde mich jetzt erstmal zurückporten. Und zwar zum Outpost. Und da werde ich dann mal mit Ghost sprechen. Und sie ist gar nicht da. Oder? Ich glaube doch, hallo. Da oben steht sie. Ja, hallo. Ja, da oben ist sie. Oh, der Scotch hat nachgelassen. Alles sieht so blurry aus. Hallo. Waren Sie schon im Rathaus von Nipton? Die Rauchfahne wird nicht kleiner. Nee, ich nehme mal die nette Variante. Nipton wurde von der Legion angegriffen. Die Legion? So weit im Westen? Das ist doch wohl ein verdammter Witz. Nein, ist er nicht. Oh, verdammt. Das ist nicht außerhalb der Grenze. Sie rücken an und das schnell. Nipton war nicht die freundlichste Stadt, aber... Nun gut. Danke, dass Sie sich das für mich angeschaut haben. Kein Ding. Leider beruhigt mich das nicht sehr. Ich bin jetzt angespannter als je zuvor. Hatten Sie dort Freunde? In Nipton? Nie im Leben. Das war ein Drecksloch und es hat sein Schicksal verdient. Aber nicht durch die Legion. Sowas verdient niemand. Nun, danke, dass Sie den Weg gelatscht sind, auch wenn es schlechte Neuigkeiten waren. Hätten wir doch nur genug Truppen, aber wir müssen ja hier bleiben. Die beschissene Mojave geht vor die Hunde und ich kann hier nur rumsitzen und dabei zusehen. Das tut mir leid. Und immerhin habe ich einen positiven Ruf jetzt bei denen. Jetzt werde ich nochmal die Tante im Salon besuchen, weil der kann ich mit Sicherheit noch ein paar Sachen verticken. Die hat mit Sicherheit noch Geld auf Tasche. Wenn sie denn da ist. Da geht's nicht weiter. Ich würde mal sagen, da ist das Spiel abgestürzt. Ein Zeichen. Nun denn, was soll's? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Bis dahin, macht's gut. Ciao. So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!